Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute zeige ich euch, wie wir Kalk streuen, beziehungsweise Granukal. Also würde ich sagen, dranbleiben, denn jetzt geht's los. So, bevor es hier also losgehen kann mit dem 5820 John Deere und dem Güstrower Großflächenstreuer, müssen wir natürlich erstmal die ganze Maschinerie beladen. Und bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal den Dünger hier an, beziehungsweise Granukal. Von der chemischen Seite her ist das kohlensaurer Kalk, also CaCO3, Calciumcarbonat zu 80% und noch zu 5% Magnesiumcarbonat. So, dann mal herzlich willkommen zurück aus der Schlepperkabine. Heute Premiere zum ersten Mal im 5820 John Deere. Mit knapp 9000 Stunden, den wir ja letztens schon am Futtermischwagen gesehen haben. Das ist eigentlich auch seine Kernaufgabe. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe gerade 5 Tonnen Granukal geladen. 500 Kilo pro Hektar bringen wir ungefähr aus. Also komme ich damit jetzt 10 Hektar weit. Also würde ich sagen, let's go. Kann ich das Radio an- oder ausmachen? Ah, ist zu laut, ne? Die Kamera hier hat eine total witzige Funktion, die hält sozusagen immer die Ausrichtung, wenn ich jetzt hier den Modus umschalte. Wenn ich jetzt hier irgendwie im Kreis fahre, dann seht ihr schon, geht sie in die Richtung, wenn ich jetzt andersrum lenke, jetzt nada. Total irre, oder? Gut, dann Feuer frei. So, willkommen im Feld. Wir haben hier einen relativ sandigen Boden, der nach letzter Bodenuntersuchung keinen optimalen pH-Wert mehr aufweist, weswegen ich der Meinung bin, dass man hier schleunigst was unternehmen sollte. Darum als erste Maßnahme hier mit dem Granukal. Der Granukal ist ein bisschen teurer als die üblichen Kalke aufgrund seiner gekörnten Form. Das verleiht ihm die Flugeigenschaften, um hier auf 24 Meter in Fahrgassen fahren zu können. Das heißt, das ist hier jetzt erstmal keine Gesundkalkungs- oder Erhaltungskalkungsmaßnahme. Dafür ist er dann einfach ein bisschen zu teuer. Aber wir haben, wenn man sich mit dem ganzen Thema pH-Haushalt mal beschäftigt, ist es einfach so, dass wir vor allem in der obersten Bodenschicht einen stark abfallenden oder einen hohen Versauerungsgrad haben. In den tieferen Bodenschichten ist es nicht ganz so schlimm und das größte Problem ist auch dann einfach frei verfügbares Calcium. Calcium gehört zu den Makronährstoffen und darum, wie eingangs schon gesagt, 500 Kilogramm pro Hektar Granukal als Kopfkalkungsmaßnahme, um vor allem die oberste Bodenschicht zügig den pH-Haushalt nach oben zu treiben bzw. der Pflanze frei verfügbares Calcium zur Verfügung zu stellen. Das machen wir jetzt hier so zum ersten Mal, also muss ich da auch erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Wäre mal interessant zu wissen, wer in dem Bereich schon Erfahrung gesammelt hat und dazu vielleicht was schreiben kann. Gerne hier unten in die Kommentare. Also für größere Mengen, um hier wirklich den pH-Haushalt nachhaltig nach oben zu treiben und
dauerhaft frei verfügbares Calcium zu leisten, ist der Granukal ein bisschen zu teuer, meiner Meinung nach. Denn wir können nach der Ernte mit beispielsweise Söker 1 oder Söker 2 zu einem Drittel des Preises den Kalk ausbringen und hier dann eben entsprechend höhere Mengen fahren. Jo, Alternative für so eine Kopfkalkung wäre zum Beispiel gebrannter Kalk. Das ist deswegen gebrannter Kalk, weil bei Temperaturen von über 800 Grad dieser Kohlensäurekalk, also CaCO3, dabei verflüchtigt sich Kohlenstoffdioxid und es bleibt der gebrannte Kalk, also CaO. Der ist hochreaktiv, hätte also eine schnellere Wirkung, aber ist auch leicht ätzend. Und darum sollte man da lieber vorsichtig mit umgehen, bevor man hier irgendwelche Pflanzen kaputt macht. Und der ist auch nochmal ein ganzes Eck teurer. Von daher haben wir uns hier für diesen Granukal entschieden und gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Und dieser gebrannte Kalk darf auf keinen Fall mit stickstoffhaltigen Düngern wie beispielsweise Gülle oder Gärreste zusammen ausgebracht werden oder hintereinander, nacheinander, weil das zu einer erheblichen Lachgasfreisetzung führt und dann fliegt uns der Stickstoff weg. Wir belasten die Umwelt und wir haben von dem Stickstoff nichts mehr. Nochmal zum Thema pH-Haushalt. Da das hier ein sehr sandiger Boden ist, wird zumindest empfohlen, dass der pH-Wert mal mindestens bei 5,7 anzustreben ist. Wenn man bestimmte Sachen wie Bodenleben und Nährstoffverfügbarkeit berücksichtigt, sollte ja meiner Meinung nach auf jeden Fall noch eine ganze Ecke darüber liegen. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal anfangen, den Boden da wieder hinzubekommen, dass er erstmal bei einer 5,7 ist. Und dazu machen wir jetzt erstmal die Kopfkalkung und nach der Ernte dann mit Söker 1 noch eine Gesundkalkungsmaßnahme. Jetzt zeige ich euch erstmal hier die Technik, die wir hier verwenden, als da wäre unser alter Güstrohr Großflächenstreuer. Wir haben hier hinten ein ganz normales Streuwerk dran mit speziellen Wurftellern. Das Coole an der Maschine ist eigentlich, der Antrieb erfolgt hier über das Rad. Das heißt, ich habe sofort geschwindigkeitsabhängig immer die korrekte Ausbringmenge. Eigentlich ganz cooles Patent. Unten drunter ein Kratzboden. Ja. Der läuft dann und kommt hier hinten der Dünger raus, fällt dann hier auf die Teller. Ansonsten haben wir hier eine Kurbel, mit der wir sozusagen die Menge dann steuern. So, jetzt habe ich gestern damit angefangen zu streuen und dann ist mir aufgefallen, mein kleiner 5820 hat gar keinen Wegstreckenzähler. So, was macht man dann? Ja, ich fuchs, habe einfach meine neue Fahrrad-App genommen und per GPS die Strecke ausgemessen. Ich habe angefangen mit Position 20, ich habe hier überhaupt keine Orientierung gehabt. Auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, dass ich Faktor 1,4 zu viel Strecke zurückgelegt habe für die Menge, die ich da drin hatte. Da habe ich einfach die Position 20 mal 1,4 genommen, dann kommen wir hier irgendwo so auf 28, 29 und dann sind wir bei der Menge, die ich ausbringen wollte. Und zu meiner Bewunderung hat das sogar dann auch gut hingehauen. Bei der zweiten Messung musste ich gar nicht groß nachregeln, weil das hier wirklich scheinbar ein linearer Zusammenhang ist zwischen der Öffnung und der Ausbringmenge. Also das ist doch schon mal echt cool und würde ich sagen, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier auch ein bisschen was schaffen und fangen einfach mal an, ein bisschen Kalk zu streuen. Gut, fangen wir mal an. Ich schalte die Zapfwelle ein. Ja, muss dann ordentlich Gas geben und mit dem Steuergerät drücke ich einfach das Rad hinten runter und dann läuft die Sache. Auf jeden Fall hatten wir schon versucht, den Granukal mit unserem Raubaxis zu streuen. Leider kam es aufgrund der Zusammensetzung von diesem doch recht feuchten Material und diesen groben Körnern zu Brückenbildungen im Trichter. Und das ist dann sehr ärgerlich, wenn auf einmal nichts kommt und dann doch wieder mit einmal schubweise. Das hat also nicht so gut funktioniert, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, hier den Güstrohr aus der Versenkung zu holen sozusagen. Ich bin einfach mal
per Auge sozusagen übers Feld gelaufen und ich war ganz zufrieden mit der Verteilung. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir genügt das dann zur Kaltausbringung. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das ungefähr eine Dreiecksverteilung ist, wie bei meinem Blog aus dem letzten Jahr zum Thema Düngerstreuen. Hier nochmal der Link dazu. Wenn man jetzt gegen die Sonne fährt, sieht man ganz gut, wie die Körner fliegen. Ich zeige euch das jetzt mal. Wenn das dann so läuft, dann kann man auch mal gut und gerne 15 km/h fahren, das ist ja kein Problem. So, Freunde der Sonne, ich bin jetzt am Vorgewende und damit ich nicht die Hälfte zum Nachbarn schmeiße, denn eben haben wir 48 Meter breit gestreut, jetzt darf ich aber nur noch 12 Meter zur einen Kante und natürlich 12 zur anderen, also 24 Meter insgesamt breit streuen. Und das mache ich jetzt einfach auch nach Augenmaß und reduziere die Motordrehzahl so weit, bis das gerade an die Kante fliegt. Ich gehe jetzt von 2300 Motorumdrehungen runter auf 1400 und dann passt das ganz gut. Ja, leider hat die Maschine keine 1000er Zapfwelle, die für den Streuer ganz sinnvoll wären. Deswegen muss ich im Bestand mit ganz schön hoher Drehzahl fahren. Aber ich habe jetzt noch eine Minute Zeit, um den Absprung zu schaffen. Dann ist die Speicherkarte wieder voll. Auf jeden Fall noch zu dem Satz: reiche Väter haben dann arme Söhne beim Thema Kalken. Es ist auf jeden Fall so, dass die deutschen Böden zumindest im Durchschnitt zu sauer sind. Das heißt, es ist also nicht nur bei uns hier auf dem Betrieb so, dass zu wenig gekalkt wird, sondern offensichtlich auch woanders. Thema Nährstoffeffizienz: mit der neuen Düngeverordnung wird das auf jeden Fall wichtiger werden, den pH-Wert wieder optimal einzustellen. Jetzt müssen wir wirklich jedes Kilogramm Stickstoff so effizient wie es geht ausnutzen. Nicht nur Stickstoff, sondern auch Phosphor ist sehr empfindlich beim Thema pH-Haushalt. Ja, und beim Thema Humusaufbau kommen wir auch nicht an genügend Kalkung vorbei beziehungsweise einem guten pH-Haushalt, denn das ist essentiell für das Bodenleben und Calcium ist Bindeglied zwischen dem Ton- und Humuskomplex. Aber dazu im Sommer dann mehr. Ich verabschiede mich für heute mit dem Satz: lieber habe ich einen reichen Vater, anstatt versauerte Böden zu erben. Macht's gut!